Thomas, willkommen in der Gründerszene-Redaktion. Du bist Mehrfachgründer, du hast Sevenlord gegründet, du hast auch Lebenslauf.com gegründet und an Xing den Exit gemacht. Drei an der Zahl waren es bisher. Jetzt frage ich mich, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Hast du die Sachen auch selber programmiert? Hast du dir das selber beigebracht? Wie war das damals? Ja, ich bin tatsächlich vom Programmieren zum Gründen gekommen. Also ich habe schon zu Schulzeiten, ich glaube mit 12 Jahren war es knapp, da habe ich angefangen, mir das Programmieren beizubringen, weil mich das irgendwie fasziniert hat. Und habe dann irgendwann auch realisiert, dass wenn man programmieren kann und es so 1999 ist, dass es ganz viele Läden gibt, die das gebrauchen können. Und das hat dann angefangen, dass ich dann für den Bäcker oder die Apotheke oder ganz viele kleine Läden um die Ecke irgendwie Websites entwickelt habe. Nicht nur als Programmierer, sondern dann natürlich auch als Designer und auch sozusagen als derjenige, der als One-Man-Army auch den Kundenkontakt pflegt. Das hat mich dann also sozusagen in ganz vielerlei Hinsicht irgendwie mir meine Kompetenzen gestärkt in vielen verschiedenen Bereichen. Und irgendwann habe ich dann natürlich mich auch stärker damit auseinandergesetzt, wie wäre das denn mal, was Eigenes zu machen, was nicht immer nur eine Auftragsarbeit ist. Jetzt hast du ja zum Beispiel BWL studiert, statt irgendwie Informatik. Warum? Ja, eigentlich genau deshalb, weil als ich dann so, also so mit 19 Jahren irgendwie auf ein Studium bei mir zuging nach dem Abi, habe ich halt gemerkt, dass die ganzen Informatikangebote, die es so gab, die eigentlich so die naheliegende Wahl vielleicht gewesen wären, dass die alle sehr Mathematik- und theorielastig waren und ich halt zu der Zeit schon wirklich viel programmiert habe und ja, ich deswegen nicht so ganz begriffen habe, ob ich das wirklich jetzt noch brauche, ob mich das wirklich als Programmierer so weit nach vorne bringt. Und gleichzeitig muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich so ein bisschen Angst vor dem Klischee, was dem auch heute noch nachhängt, diesen, ja, der einsame Programmierer zu sein, der sozusagen kaum Tageslicht sieht und nur so in diese Nerdiness abdriftet, was nicht stimmt. Ja? Aber es ist halt ein Bild, was dem ganzen Thema und speziell der Informatik anlastet. Und deswegen habe ich mir gedacht, mit BWL mache ich nicht so viel falsch. Das ist ja so ein Alles-und-Nichts-Studium. Ich glaube, als BWLer darf man das so betiteln. Und das hat mir auch gut gefallen. Aber jetzt zurückblickend, würdest du sagen, war das jetzt auch der Grund, warum du dich jetzt in deinem neuen Projekt zum Beispiel damit beschäftigst, halt eben eine eigene Universität oder vielmehr Hochschule, die Code University, zu gründen, weil du damals gemerkt hast, okay, ich hab das nicht bekommen oder ich hätte es nicht bekommen in einem Informatikstudium und jetzt könnte man alles anders machen. Aber was würdest du anders machen in dieser Universität? Also genau, es ist halt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus entstanden. Ich habe dann damals mein BWL-Studium an einer privaten Business School gemacht in Köln, an einer damals noch sehr kleinen. Und habe dadurch also sehr direkt auch mitbekommen, wie so ein privates Studium an einer privaten Hochschule funktioniert und wie gut das auch funktioniert. Und habe mich dann sehr früh eigentlich schon gefragt, warum es denn so viele Angebote im Bereich BWL, Business Schools gibt. Aber vergleichsweise wenige oder wenn dann qualitativ sehr schlechte Angebote im Bereich Software. Und das war also vor 12 Jahren. Und vor 12 Jahren war das für mich schon genauso offensichtlich wie heute. Es hat sich seitdem leider gar nichts getan, außer dass die Nachfrage nach Entwicklern und Designern und generell digital affinen Leuten immer weiter gestiegen ist. Und auch bei der Gründung meiner Startups habe ich ja viele Entwickler, Designer und so weiter rekrutiert. Und dort auch gemerkt, dass die Studienabschlüsse, die es gab, beispielsweise Informatik, dass die selten wirklich eine Aussage darüber getroffen haben, ob die Leute auch wirklich gut Software entwickeln konnten. Also die waren dann eben oft sehr gut in diesen fundamental theoretischen Sachen oder konnten irgendwelche tollen Flow-Diagramme zeichnen. Aber wenn ich dann gesagt habe, okay, jetzt lasst uns bitte wirklich mal gucken, dass wir hier irgendwie eine Website bauen, dann wurde es oft dünn und das hat mir irgendwie gezeigt, dass da wahrscheinlich grundsätzlich was falsch läuft, sowohl an der Art, wie gelehrt wird, als auch auf welche Inhalte sich halt konzentriert wird. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil zum Beispiel die Informatik ist ja viele Jahrzehnte alt, auch als Disziplin, auch in den Hochschulen. Und es gibt ja auch diese sehr alteingesessene IT-Branche, sage ich mal, ja, irgendwie IT, EDV, Systemhäuser, wie auch immer wir das nennen. Das ist ja auch keine so junge Branche wie jetzt die Internetbranche. Es wird aber häufig in einen Topf geworfen. Und ich glaube, dass die Informatik scheinbar ja für die IT-Branche bisher sich bewährt hat. Das hat sich ja bisher niemand in den letzten Jahrzehnten beschwert, scheinbar. Nicht lautstark genug zumindest. Aber dass wir eben für diese Internet-Ära da einen neuen Ansatz brauchen. Jetzt kann man ja nicht unbedingt sagen, dass es ein sehr lukrativer Markt ist, sowas aufzubauen. Jetzt hast du aber trotzdem einige Business Angels gefunden, die auch namhafte Investoren sind. Frank Thelen ist zum Beispiel dabei, Finn Hensel ist dabei, Florian Heinemann. Wie hast du das geschafft oder wie stehst du mit denen in Kontakt? Warum haben die Interesse daran?
Also für mich ist es halt wirklich ein Leidenschaftsthema, auch schon seit Jahren gewesen. Also dadurch, dass die Idee 12 Jahre alt ist, bin ich schon ja, fast genauso lange irgendwie auf Veranstaltungen, Konferenzen, in persönlichen Treffen mit den ganzen Unternehmern und auch Angels, die wir da an Bord haben, habe ich das immer mal wieder angesprochen, dass ich gesagt habe, so eigentlich irgendwann würde ich echt gerne eine Hochschule gründen. Das klingt dann immer ein bisschen verrückt und ist es ja auch, aber jetzt nimmt es eben Gestalt an und habe dann eben sehr oft super gutes Feedback bekommen oder eigentlich immer ultra gutes Feedback bekommen und alle meinten irgendwie, ja, das brauchen wir unbedingt. Da ist wirklich ein hoher Bedarf, den sehen wir auch. Und als ich mich jetzt eben entschieden habe, vor 1,5 Jahren, das jetzt oder nie sozusagen zu machen, dann habe ich natürlich diese ganzen Personen wieder angesprochen und die waren begeistert und sofort an Bord, haben mir wiederum noch andere irgendwie mit dazu geholt. Und man muss auch bei denen ganz klar sagen, die machen das alle nicht, um damit Rendite zu machen, weil das ist quasi ausgeschlossen bei einer privaten Hochschule, zumindest in keinster Form vergleichbar mit dem, was man aus der Startup-Welt kennt. Das ist eben auch nichts, was mich motiviert. Also finanziell ist das keine smarte Gründung. Aber das war mir auch sehr wichtig, dieses Commitment auch von den Geldgebern zu haben. Also ich habe denen wirklich auch ganz klipp und klar gesagt, wenn wir das hier machen, dann halt, um nachhaltig was aufzubauen und ihr müsst damit rechnen, dass das Geld nicht zurückfließt. Und das war aber für alle in Ordnung. Und ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass es war leichter, so Geld zu sammeln, als für einen Profit Case. Also, weil du einfach damit schon auch wirklich diese, ich sag mal, philanthropische, moralische Ader einiger Leute getroffen hast, die irgendwie sagen, ich bin erfolgreicher Internetunternehmer, ich habe auch viel profitiert von dem, was Startups und die Startup-Welt mir bieten kann und was auch vielleicht Entwickler und Entwicklerinnen und Designer und so für mich getan haben und ich möchte jetzt mal was zurückgeben. Zumal sich dadurch ja auch wieder neue Synergien ergeben könnten in der Zusammenarbeit. Genau. Kann ich mir das dann eigentlich auch so vorstellen, dass jetzt auch einige der Investoren vielleicht auch mal als Gastreferenten auftreten? Oder würdest du zum Beispiel auch ein Seminar geben? Also ich meine, ich würde jeden unserer Geldgeber jederzeit als Gastredner an der Hochschule mit offenen Armen empfangen, weil das alles ja wirklich smarte und sehr erfahrene Leute sind. Insofern hoffe ich, dass sie sich möglichst oft einbringen mit irgendwelchen Gastvorträgen. Ich selber werde das auch von Zeit zu Zeit tun, aber ich will mich vor allem darauf konzentrieren, eine Hochschule aufzubauen mit einem ordentlichen irgendwie Lehrstamm, mit Professoren, die dann wirklich selber die Lehre gestalten. Also ich sehe sozusagen meine Arbeit als Gründer auch darin, diese Hochschule als Organisation aufzubauen, dass dann halt nachhaltig diese Lehre und auch später Forschung und sowas, dass das halt an der Hochschule passieren kann. Und wie das immer so ist bei frischen Gründungen, am Anfang hilft man hier und da mal ein bisschen mit. Aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch viel zu wenig Zeit finden, um selber zu lehren. Könnte dann dieses Hochschulprinzip auch beispielhaft dafür stehen, wie insgesamt auch das Schulwesen vielleicht auch ein wenig reformiert werden sollte? Ich meine, Google arbeitet in den USA auch daran, dass halt eben Coding auch schon in der Schulzeit gelehrt wird. Wie verhältst du dich zu dieser Thematik? Oder wie? Also das sind eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist wirklich dieses Inhaltliche, dieses auch, was wird gelehrt, also welche Inhalte, eben zum Beispiel bei uns deutlich mehr Richtung Internettechnologien als im Gegensatz zu den ganz klassischen IT-Themen. Und an den Schulen ist es ja auch ein inhaltliches Thema. Also beispielsweise brauchen wir Coding-Unterricht, Informatik, wie auch immer die Begriffe da sind, an den Schulen mehr. Und klar, das glaube ich in jedem Fall. Also davon brauchen wir viel mehr. Ich glaube, das Spektrum ist sehr groß. Es geht nicht immer nur darum, dass jeder wirklich codet. Es geht vor allem auch darum, dass sie wirklich ein Gefühl für digitale Technologien entwickeln. Und ich sag mal, wir haben ja auch bei uns an der Hochschule 3 Studiengänge, also Softwareentwicklung, Interaction Design und Produktmanagement, weil wir halt sagen, es gehören halt mehrere Rollen und Aufgaben dazu, digitale Produkte zu entwickeln und nicht nur das Coden. Und so sehe ich das auch in der Schule. Was für uns aber eigentlich die viel größere Aufgabe ist, ist wirklich die Art, wie gelernt wird, zu verändern. Also wir haben ein sehr projektbasiertes Studium, projektbasiert und problemorientiert nennt sich das. Gibt es ganz viele Fachbegriffe, die da auch, also sowas wie Flipped Classroom, Peer-to-Peer-Learning sind alles Aspekte, die wir einbeziehen. Es gibt wirklich ganz viele tolle Ansätze in der Bildungslandschaft, wie Bildung viel interaktiver und auch individueller gestaltet werden kann, weg von diesen klassischen frontalen, vorlesungsartigen Formaten. Und das muss auch sich in der Schule verändern. Ja? Also ich meine, die Schule ist ja auch sehr klassisch mit diesen Grundlagenfächern und dann, also da könnte man auch viel projektbasierter arbeiten. Nun ist es jetzt bei eurer Universität oder Hochschule ja so, dass man dafür natürlich auch zahlen muss. Aber da habt ihr auch ein besonderes System jetzt eingeführt, wie das mit der Rückzahlung stattfinden kann. Vielleicht kannst du das kurz nochmal schildern. Genau, also leider sind wir das ist auch ein Missverständnis, was viele andere Gründer erstmal hatten. Als private Hochschule kriegen wir gar keine Unterstützung vom Staat.
Das heißt, wir müssen uns einfach irgendwie refinanzieren. Und weil uns aber eben sehr wichtig ist, dass wir die größten Talente annehmen können und nicht die mit den dicksten Geldbeuteln oder die, deren Eltern die dicksten Geldbeutel haben, ja dann üblicherweise, haben wir ein Modell gefunden, zusammen mit einem Partner, mit der Chancengenossenschaft, wo jeder Student bei uns zunächst kostenfrei studieren kann und dann die ersten 10 Berufsjahre anteilig vom späteren Einkommen die Studiengebühren zurückzahlt. Das heißt, das ist auch so ein gewisses Solidarmodell, wo sozusagen die, die später also überdurchschnittlich gut verdienen, also in den ersten 10 Berufsjahren, auch ein bisschen diejenigen auffangen, bei denen es aus ganz persönlichen Gründen vielleicht ja manchmal auch irgendwie anders läuft oder die sich für ein anderes Leben entscheiden. Und so ist das ein sehr faires Modell und ermöglicht letztendlich auch den Studierenden, selbst wenn die Eltern es vielleicht sogar zahlen könnten, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und zu sagen, ich möchte gar nicht, dass meine Eltern das zahlen, sondern mein zukünftiges Ich bezahlt das. Also das ist eigentlich echt eine sehr charmante Idee, die auch beispielsweise in den USA und so viel mehr zum Einsatz kommt, aber in Deutschland sehr unüblich ist. In Deutschland gibt es auch vergleichsweise wenige private Hochschulen und dieses Modell ist immer noch sehr unbekannt. Und man kann das eigentlich an den meisten Hochschulen mittlerweile in Anspruch nehmen, in irgendeiner Form, zusammen mit so anderen Partnerunternehmen. Das Besondere an der Code ist, jeder Student, der von uns angenommen wird, kann dieses Modell in Anspruch nehmen. Und derzeit ist es offen gesagt so, dass 90% unserer Bewerber dieses Modell in Anspruch nehmen wollen. Wie viele Bewerber habt ihr schon? Wir haben jetzt 600 Bewerbungen, glaube ich, gestern geknackt. Für wie viele Plätze? Ja, also wir haben keine feste Platzanzahl. Wir wollen aber so 50 bis 100 Leute dieses Jahr aufnehmen. Letztendlich müssen wir uns ja danach richten, was sozusagen reinkommt an Bewerbungen. Also wir wollen ja auch nur die nehmen, die wirklich gut zu uns passen. Deswegen legen wir uns da noch nicht fest. Übrigens auch eine Herausforderung als Hochschule, ja, weil eigentlich sind das ja auch alles Kunden. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass man schwer Geld mit sowas verdienen kann, aber trotzdem müssen wir irgendwo gucken, dass wir es ein bisschen refinanzieren. Und andererseits wollen wir aber natürlich nur die richtig Guten annehmen, damit auch nachhaltig das Studium erfolgreich ist. Ich glaube, da haben wir eine sehr gute Lösung aber gefunden. Naja, und aus diesen 600 Bewerbern filtern wir halt raus und ich würde sagen, dass wir aus diesen 600, die im Moment haben, wahrscheinlich so 50 Studierende machen können. Und es sind noch ein paar Monate Zeit, die man sich bei uns noch für dieses Jahr bewerben kann. Also vielleicht werden es mehr. Thomas, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg noch. Super, danke schön.